Alle fern in den Boxen. Und das ist der Start zum 36. Brigadian Stundenderby, großer Preis der Horsbahn, Zürich Dienstag und der Belmont Racing Stables. High Hope übernimmt gleich die Spitze, gefolgt von Soraya mit Lookalike an dritter Position. Talisse ist vierte, begleitet außen Lookalike, geht jetzt an dritte Stelle, dann Nina S. und Arrington schon mit etwas Abstand und noch weiter zurück hinter dem Feld Bacamara. In nicht allzu schnellem Tempo, Dennis Schirgen hat alle Hände voll. Mit gespitzten Ohren kommt hier High Hope auf die erste von zwei Tribünenpassagen. Dahinter Soraya mit viel vorwärts dran. Da hat Frank Panicucci alle Hände voll zu tun, sie diesen vorwärts dran zu kanalisieren. Talisa hat sich an zweite Stelle vorgearbeitet. An vierter Position Lookalike, da folgt die Schüttelstufe Nina S. Und mit einem Applaus begleiten wir das Septett auf die letzte Runde. High Hope führt außen an zweiter Position Talisa mit der Nase im Wind, innen Soraya in einer idealen Position, dann folgt Lookalike, dann Nina S. Arrington und Bacamara immer noch am Schluss des Feldes, hat aber noch einiges in der Hand hier, Clément Löwen. Es geht in die letzte Gegenseite, das Tempo ist nicht allzu schnell, wir dürfen uns auf einen packenden Endkampf freuen. High Hope führt an zweiter Position Talisa, dann Soraya, gefolgt von Lookalike, dann Nina S. Arrington und am Schluss des Feldes Bacamara, die jetzt aufrückt und Bacamara geht an vierte Stelle, ja sagen wir fünfte Stelle an die Seite von Lookalike, muss aber jetzt den Bogen vermutlich in dritter Spur nasse im Wind absolvieren. Vorne ist High Hope, Talisa in guter Haltung an zweiter Position, innen wird Soraya jetzt bemüht, außen rückt Bacamara auf, Lookalike versucht dran zu bleiben, aber vorne ist unverändert.